Am spielfreien Tag beim Deutschlandcup fand in der Krefelder Niederrheinhalle die Ehrung und Aufnahme weiterer Eishockeygrößen in die deutsche Eishockey Hall of Fame statt. Geehrt wurden Funktionär Ludwig Zauner posthum, DEB-Gründungsmitglied Dieter Reinertz, die Spieler Tino Boos, Mirko Lüdemann, Niki Mond, Michael Wolf, Daniel Kreuzer und Christian Ehrhoff. Das Moderatorentrio Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann wurde mit dem Sonderpreis der Xaver Unsinn Trophy ausgezeichnet. Hier sind einige Impressionen und Anekdoten aus der Veranstaltung in der Niederrheinhalle. Ja, auch dieses Jahr gibt es jemanden, der die Xaver Unsinn Trophy erhält. Und ich glaube, wir können das Geheimnis lüften. Es geht mal in Richtung Journalismus. Medien. Herr Reinhardt. Und jetzt haben Sie da was mit zu tun. Jetzt kann man sagen, einer stimmt auch nicht. Schönen guten Abend, hier ist die Eishockey-Show bei Magenta Sport. Es liegt eine Menge auf der Straße. Wir haben 1, 2, 3, 4, ich habe 5 Seiten Ablaufplan. Magic Mike. Mike Meyer ist nur bedingt da. Und zwar da. Also an seinem Pult. Da sitzt heute Mike Meyer. Ich bin gerade etwas nördlich von Brisbane auf meinem Australien-Urlaub und genieße die Zeit. Was machst du eigentlich, wenn du in der Früh Semmeln holst? Der schwallt den Bäcker komplett zerr. Nee. Also jetzt geht er über die, jetzt geht er da über und jetzt die Tür. Nein, die Tür ist doch jetzt groß. Oh nein, ich gehe rechts rüber auf die rechte Seite. Nein. Zieh noch mal die Kittelsemmel an mich. So bin fertig. Ich sag immer, lass dich nicht mit dem Ex ein. Das ist nämlich das Problem. In der Beziehung, ja, steckt einer immer noch emotionaler drin als der andere oder die andere. Und dementsprechend ist das nie gut. Eine Seite verliert immer. Als erste Reihe ist man natürlich dann schon die Reihe, die offensiv ist, die vorne die Chancen kreieren sollte. Und ja, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich die Freiheit in Frankfurt bekomme. Hast du jetzt noch was beizutragen? Weil da gehe ich kurz auf Toilette und dann kommen wir zu den zwei Teams. Oder ja, aber wieder. Jetzt sind wir im Alter, kann die Sachen nicht lesen, muss aufs Klo. Ja. Freund aller Kinder. Kannst du den auf? Jeder kennt ihn. Den schlauen Delfin. So ist es. Man kann auch vorne die Haube aufmachen von der Sache. Also, das kann man bestellen. Und ich glaube, jetzt dürfen wir sagen, die Xaver Unsinn Trophy 2022 geht an Basti Schwele, an Rick Goldmann und an Sascha Bandermann. Herzlichen Glückwunsch! Pokal, also euch traue ich das tatsächlich auch zu, dass ihr den schrottet. Deswegen gibt es einen Sonderpreis, den man nicht kaputt machen kann. Und der ganz besonders dem Rick, der frisch rasiert ist, ganz gut stehen wird. Ja, ja, ja. Nee, da kann ich schießen. Ja, für Gold ist es gut, es ist modisch normalerweise mal total ausfallen. Das passt. Also für mich der geilste Preis überhaupt. Aber Rick steht da auch noch. Ja, unglaublich. Der kann alles tragen, dieser Mensch. Was macht man jetzt, wenn man alles gewonnen hat, was man zu gewinnen kann? Ja, dann darf sie mich nicht fragen, weil ich habe nichts gewonnen bisher. Das ist der erste Preis tatsächlich. Ich dachte, ich komme hierher und habe mich sehr gefreut, wer letztendlich hier alles geehrt ist, weil es sind lauter Leute, mit denen ich auch gespielt habe. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und kann mir hier hinten schön einen reindübeln und ein bisschen lustigen Arzt. Was er auch gemacht hat. Da stehst du unverholfen auf der Bühne, so war es letztendlich auch, wie ich zum Fernsehen kommen bin und jetzt stehe ich auch da. Auch, ja. Ihre Anreise ist einen kleinen Ticken weiter gewesen.
Das kann man sagen. Wir sind von El Hierro, das ist eine kleine Kanareninsel über Teneriffa nach Huelva, von Huelva nach Asturien, von Asturien durch Frankreich durch und dann nach Krefeld. Gefahren. Gefahren. Man muss sagen, gefahren. Mit dem Auto gefahren und drei Hunden im Auto, wobei zwei sehr schwer krank sind. Und eine halbe Stunde bevor wir hier angereist sind, mussten wir noch den ADAC bemühen, weil ein Reifen geplatzt ist. Ja? Ich hoffe, für diese Tour haben Sie eine ordentliche Pendlerpauschale klargemacht hier mit dem Eishockey-Museum. Ansonsten ist der DEB bestimmt auch gerne mit dabei, aber dass wir den Reifen irgendwie wieder ersetzt bekommen. Aber ich finde es großartig, dass Sie so einen weiten Weg auf sich genommen haben. Jetzt ist es immer schwer, postum das zu sagen, aber Ihr Papa wäre bestimmt heute Abend dann stolz gewesen, dass seine Tochter mal eben kurz diese 4000 Kilometer mit dem Auto abreist, aber auch so einen tollen Preis zu bekommen. Na, ich bin natürlich auch über den Atlantik geschifft, ne? Nicht nur gefahren. Das habe ich mir gedacht, dass Sie nicht geschwommen sind. Das hätte ich jetzt mal grob vorausgesetzt. Ja. Ich muss trotzdem sagen, wenn der Herr Neumann mich nicht so wahnsinnig nett begleitet hätte, mit vielen, vielen Telefonaten, hätte ich es nicht gepackt. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, ich begrüße Sie alle ganz herzlich und ich freue mich, hier zu sein. Das ist das Schönste, was wir hören können heute. Marc Himmelmann, die Tochter von Ludwig Zammelzeug. Ganz herzlichen Dank, einen großen Applaus nochmal. Auf die Bühne. Das ist ihr Abend und das ist wichtig. Aber diese Anekdote kennt kein Mensch und auch einer, der hier ist, einer von der Presse, den ich auch als Spieler hatte in der U16, der Rick Goldmann. Ich habe heute Mittag gerade in seinem Notizbügelchen nachgelesen, da war die Zimmerverteilung in Formö. Das ist schon ganz lange her, aber Rick Goldmann, Düller und so weiter und so fort standen alle im Zimmer 5. Also das habe ich noch gelesen. Aber die Geschichte von Hannover war wirklich kurios, weil es war 16 Uhr, das Spiel um den dritten Platz begann in Hannover. Und wir saßen im Büro und einer vom DEB sagte mir, jetzt müssen wir die Medaillen alle nochmal zusammenkriegen. Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille und auf einmal schrie einer ganz laut, wo sind die Silbermedaillen? Telefon hin, die müssen im Schrank sein. Nein, war nicht. Sie waren leider in München im Tresor und es war 16 Uhr und zu dieser Zeit war ich noch beschäftigt bei Lufthansa. Da habe ich gesagt, Moment, PK-Nummer raus, angerufen, das kann der Kapitän der nächsten letzten Maschine, die nach Hannover kommt, kann der die Medaillen mitbringen? Die haben dann gesagt, ja, okay, aber der Kapitän möchte nicht so richtig, weil er weiß nicht, was in dem Paket ist. Die müssen alle ausgepackt werden. Dann hat man alle Medaillen, 26 an der Zahl, ausgepackt, dem Kapitän ins Cockpit gegeben und dann mitgegeben nach Hannover. Sie kamen an um ca. 21 Uhr, kurz vor Ende des zweiten Drittels. Polizei hingeschickt, Blaulicht in die Halle und die damalige, oder heutige Tochter noch von Franz Heindl, die Franziska stand mit dem Tablett oben und der Polizist kommt rein, drauf aufs Tablett und runter, Siegerehrung. Das war das Größte, was ich je erlebt habe. Servus an die AEV Hensels! Das Ganze läuft ab jetzt wie folgt. Organisiertes Chaos. So viel kann man, glaube ich, sagen. Organisiertes Chaos, denn wir werden jetzt natürlich peu à peu unsere Hall of Famer hier auf die Bühne holen. Kleine Randnotiz off the records. Ich hätte noch ganz gern so ein Gläschen trockenen Weißwein, wenn das ginge. Zwei. Wer will noch? Ich gebe einen aus. Nee, nimm keinen. Weil wenn ihr Alkohol trinkt,
Lalli, das ist nicht schön. Das geht ja jetzt. Wir haben ja jetzt, also jetzt sind wir ja im lockeren Teil insgesamt. Auch wenn es jetzt nochmal, ich fand das gerade schon durchaus emotional und sehr anekdotenreich und ich weiß, das wird jetzt noch viel, viel mehr werden, weil ihr werdet unsere Preisträger jetzt gleich noch so ein bisschen zwischennehmen und das wird mit Sicherheit extrem humorig. Und ich habe die große Ehre, dass ich die Spieler immer erst einmal ankündigen darf und dann werden sie natürlich hier das Foto bekommen, sie werden den verdienten Rahmen bekommen, das Trikot bekommen, etc. pp. Und dann werden die jungen Herrschaften der IV Hensens die so ein bisschen hier mal zur Rede stellen. Ja, Tino, herzlichen Glückwunsch auch von uns zur Aufnahme in die Hall of Fame. Das war jetzt kein leichter Weg für uns, weil du gleich als erster Kandidat, der tut natürlich weh, wenn man hier sieht, wir sind ja aus Augsburg. Unser Albtraum. Unser Albtraum. Empty Net, Bulli Tor, 2010, Finale, Augsburg gegen Hannover. Danke dafür. Toll. Bevor wir hier zugesagt haben, habe ich übrigens nicht gewusst, dass du aufgenommen wirst. Aber okay, du hast anderes. Ja, und man sieht ja die ganzen Facts hinter dir. Überragend. Da fällt noch ein ganz wichtiger Fact. Mehr Strafminuten als Spiele. Über 1000 Strafminuten. Und wem seine Idee war es dann eigentlich, Tino Boos zum Leiter des Disziplinarausschusses zu wählen? Ja, in der Regel macht man den Bock zum Gärtner und das, glaube ich, meinem damaligen oder aktuellen Chef ist ihm das in den Kopf gekommen und hatte mich halt gefragt, ob ich das machen könnte. Wenn einer Ahnung davon hat, dann war ich das wohl gewesen. Aber anscheinend doch nicht so genug. Und ich habe gehört, fast alle Entscheidungen richtig. Eine Fehlentscheidung habe ich auch von dem Preisträger her gehört. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Na, über das wollen wir jetzt nicht mehr reden. Letzte Saison, das letzte Tor, egal. Aber das Tor im Finale muss man erklären. Das war 2010, wir als Augsburger zum ersten und einzigen Mal im Finale. Wir sind nicht nachtragend, aber das vergessen wir dir nie. Ja, aber jede Sekunde kommt ihr damit um die Ecke. Jetzt reicht's doch auch mal. Das war doch mit Abstand der größte Erfolg, den ihr bis jetzt haben konntet. Und ich sag das, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ich hab's euch gesagt. Ja, ich weiß. Und ich weiß, aber genau so war es damals. Sonntagnachmittag, ja, bei euch im Kurt-Frenzel-Stadion. Wir waren noch gar nicht im Stadion. Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Also, das war schon gigantisch. Und ich glaube, ihr habt die Vizemeisterschaft so gefeiert, wie wir damals in Kassel. Und von daher, ist doch mal gut jetzt. Ja, ist gut jetzt. Und ich muss auch sagen, ich habe schon mit ein paar Fans so gesprochen. Das sagen alle und das muss ich auch bestätigen. Ich glaube, so eine Veranstaltung im Fußball wird schwierig, weil du wieder mit deinem Fußball immer. Normal habe ich immer so ein Schild, wo der Fußball durchgestrichen ist. Das ist ja positiv gemeint. Ich finde es saugeil, dass die unterschiedlichen Fans da gemeinsam feiern, dass es da keine Buhrufe oder Störungen gibt. Selbst wenn es um die Vororte von Krefeld geht, finde ich ganz toll. Wir haben auch einen Vorort in Augsburg. Ja, wir haben auch noch einen da aus unserem Vorort. Ja, der kommt später. Was machst du jetzt aktuell? Ja, früher war der Dieter mein Chef, damals im Nachwuchs, jetzt bin ich seiner. Und ich leite aktuell das DEL Game Center, wo wir alle Spiele monitoren. Ich bin also immer noch bei der DEL angestellt und unter anderem auch für die Spielerentwicklung, Gehaltsentwicklungen, sportlichen Themen, kontrolliere alle Tore und Assists. Jetzt mit Weißhockey haben wir den nächsten Schritt gemacht. Es kommt immer mehr dazu und ich kann auch nur sagen, dass es das Schöne ist, dass wir alle Eishockey-affin sind, alle Eishockey-interessiert sind. Wir alle das Beste fürs Eishockey wollen, auch wenn man natürlich immer mal unterschiedlicher Meinung ist und wie du gesagt hast, dass wir hier alle zusammen sein können, mit Presse, mit Fans von unterschiedlichen Lagern. Wir kommen schon wieder Gänsehaut. Das war doch ein schönes Schlusswort, meine lieben Leute. Tino Boos. Vielen Dank. Danke euch. Herzlichen Glückwunsch. Tino Boos, du bist heute auch gefeiert worden, Aufnahme in die Hockey Hall of Fame. Wie fühlt sich das an?
Ja, es fühlt sich natürlich grandios an und wenn man natürlich sieht, mit wem man hier steht, dann ist man doch noch mal ein kleines Licht, aber ich glaube, die Kriterien erfüllt zu haben, das erfüllt mich dann doch mit Stolz und wir haben hier einen tollen Abend. Michi Wolf sagte eben ja, irgendwas muss man richtig gemacht haben. Nochmal, entschuldige? Der Michi Wolf sagte eben, irgendwas muss man dann ja richtig gemacht haben. Ja, genau, aber wenn natürlich dann ein Christian Ehrhoff neben dir steht mit 800 NHL-Spielen, dann denkt man sich, ob man das so verdient hat. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine harte Zeit gehabt damals, glaube ich, mit Bosman, Ausländerregelung. Wir haben uns da durchgeboxt und haben dann auch immer für die Nationalmannschaft bereit gewesen zu spielen. Und ja, es freut mich, neben meinem Vater jetzt in der Hall of Fame teil zu sein, ja. Ich meine, NHL, man kriegt halt nicht unbedingt den Call. Nicht jeder kann in der NHL spielen, einfach vom Call her. Ne? Ja, man könnte es vielleicht vom Können her, aber es wird halt nicht jeder gerufen in die NHL. Nein, aber das ist das, was man jetzt vielleicht so als Trainer ein bisschen weitergeben kann, ne, was es dann doch braucht. Und das hat man halt damals nicht so erkannt, was der Christian gemacht hat, ne, nach jedem Spiel. Wir waren bei Olympia zusammen und danach noch im Kraftraum. Alles dieses Extra, was er gemacht hat. Und deswegen spielt am Ende jeder da, wo er es verdient hat. Und so einfach ist das dann. Es lief dann über die Wand, auch so in Stichworten, deine Karriere. War das ein emotionaler Moment für dich? Jetzt heute hier oder generell? Ja, natürlich ist man da grundsätzlich kein Freund von so Ehrungen und Veranstaltungen und so, aber ich glaube, in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon morgen freut man sich schon darüber, auf jeden Fall. Du sagtest, du bist immer noch bei der DEL beschäftigt. Was sind jetzt genau deine Aufgaben? Naja, ich leite das Game Center, organisiere das, versuche da eine Struktur reinzubekommen, kontrolliere alle Tore, Assists, bin für Statistik zuständig, für Gehaltsentwicklung, Spielerentwicklung, Bindeglied zwischen Nachwuchsausschüssen, DEB, DEL und ja, ich bin froh, dass ich noch beim Eishockey dabei sein darf und kann und versuche natürlich, den Eishockeysport möglichst gut weiter und voranzubringen. Genau, das Stichwort, wo siehst du Deutschland im Moment aufgestellt? Naja, wir sind, glaube ich, schon ganz gut unterwegs, ja, aber es gibt natürlich immer noch Punkte, die man verbessern kann. Wir sind weit hinter Fußball in Deutschland, obwohl es natürlich die viel schönere Sportart ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber wir können nicht den Riesenschritt machen, sondern wir müssen viele, viele kleine Schritte machen, um vielleicht mal den Abstand einigermaßen zu verkleinern und uns von den anderen Sportarten abzusetzen. Und so ja, von der Entwicklung überhaupt der Leistung in einem Eishockey im Deutschen. Naja, dafür ist dann die Nationalmannschaft das Spiegelbild, ja, was wir machen. Die DEL ist grundsätzlich eigentlich keine Ausbildungsliga, aber René Rodorisch hat es echt und Gernot Trippke passend gesagt. Alle Ligen sind Ausbildungsligen. Ja. Jeder Spieler spielt da in der Liga, ich habe es vorhin gesagt, wo er hingehört. Und alle haben auch die Verantwortung auszubilden und die Spieler weiterzuentwickeln. Für Deutschland, für die Nationalmannschaft, für uns alle als Eishockeyland. Und da sollte sich jeder bewusst sein. Und ich hoffe, dass wir da in die Richtung weitergehen. Gut, dann sage ich Dankeschön und genieß noch den Abend. Dankeschön, viel Spaß. Also auch von uns herzlichen Glückwunsch. Wenn man die ganzen Facts sieht, wie viele Kriterien Walter erfüllt er von der Kriterienliste, da sind, glaube ich, mehrere dabei. Alle. Im Übrigen, wenn man die Playoff-Spiele dazu nimmt, sind es 1197 DEL-Spiele, die meisten DEL-Spiele ever von einem Spieler überhaupt. Auch hier haben wir noch ein bisschen recherchiert, wie schafft man das, so viele Spiele? Indem man sich von Schwierigkeiten aus. Nein, Moment. Die Frage ist nicht, wie schafft man so viele Spiele? Wie schafft man so viele Spiele für einen Verein? 23 Jahre Kölner Haie. Sensationell. Das ist, finde ich, das ist eigentlich geil. Also diese Vereinsheroes, die 23 Jahre im Verein spielen, sowas wird, finde ich, immer weniger. Und da muss ich sagen, Hut ab, Chapeau. Warum 23 Jahre Köln? Was ist da schiefgelaufen? Gab es keine Angebote? Angebote gab es, aber es hat nicht gereicht. Und so viele Spiele heißt immer fit, immer gesund geblieben? Nicht immer, aber ich habe mich aus dem Gröbsten rausgehalten. Ja, ich habe das gehört. Immer so Bauchmuskelzerrung am Karneval vorgetäuscht.
ist doch ein Insider. Also. Ganzer Insider, du siehst, wir wissen alles. Wir haben unsere. Tino war es nicht. Nee, Tino war es nicht, das glaube ich auch. Weil der stand ja mit mir zusammen im Karneval. Das hat er nicht erzählt. Ah, nee, war es nicht. Entschuldigung. Dreh dich mal kurz um, du hast die Nummer 12. Die hängt unter der Hallendecke übrigens. In Köln. Wird in Köln niemals mehr vergeben. Aber auch kein Wunder, weil 12, wer hat 12? Keiner will 12. Und das war ein genialer Move, weil er hat gesagt, ich nehme die 12, da hängen sie auf jeden Fall die Nummer irgendwann auf, weil die will ja eh keiner. Wahrscheinlich, ja. Frage ich. War es so? Nein. Es hat einen Grund, warum die 12? Also einen Grund hat es nicht unbedingt. Die 12 hat mich halt mein ganzes Eishockey-Leben lang begleitet, schon von den Knaben auf. Immer die Nummer 12 gehabt und anscheinend wollte die keiner immer haben. Deshalb hat also mich doch. Immer. Also doch. Also anscheinend schon. Hast du recht. Also die war immer frei gewesen und ich habe dann immer direkt zugeschlagen. Und ich glaube 2002 deutscher Meister mit Köln. Wann war das? War ich glaube ich auch die letzte deutsche Meisterschaft für Köln. Tatsächlich. Ja, leider. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre nicht deutscher Meisterschaft an die Kölner.